Street System ist ein Kleinserienhersteller für Car-System-Fertigfahrbahnteile, die sich aus einzelnen kleinen Modulen zu zusammenhängenden größeren Fahrbahnen zusammenstecken lassen. Die Elemente sind aus MDF und werden mit Verbinderelementen verbunden. Das System ist für Magnetband gedacht und es gibt vom selben Hersteller auch zugehörige Abzweigungen, Stoppstellen, beides auf Servobasis, dazugehörige Servosteuerungsplatinen, aber auch Rückmelder und weitere Hilfsmittel zum Fahrbahnbau. Das Programm ist recht umfangreich und bietet von Geraden bis hin zu verschiedensten Kurvenradien auch komplexere Fahrbahnelemente, wie zum Beispiel den Kreisverkehr, der sich in verschiedenen Größen und Arten aufbauen lässt, dann Kreuzungen, die sich auch in T- oder X-Form aufbauen lassen. Das gleiche gibt es auch noch für die Spurweite N. Und ganz besonders sind die Flex-Elemente. Diese lassen sich in einspuriger oder zweispuriger Ausführung in durchaus sehr enge Radien biegen. Somit ist auch dem Individualstraßenbau eine Möglichkeit gegeben. Also habe ich mir das Ganze mal angeguckt und eine Testfahrbahn mit Street-System-Elementen gebaut. Das Ganze habe ich auf eine Platte montiert und hier werde ich jetzt erstmal den Kreis zusammenstecken. Die Elemente werden, nachdem sie zusammengesteckt sind, unten mit Leim bestrichen und dann auf die Platte aufgepresst und getrocknet, damit die ganze Fahrbahn nachher auch nicht gleich wieder auseinanderfällt. Wenn die Fahrbahnteile alle fest sind, wird vor der weiteren Verarbeitung die gesamte Fahrbahn mit Tiefengrund eingestrichen. Dadurch wird die Fahrbahn unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, denn MDF neigt dazu, unter Einfluss von Feuchtigkeit aufzuquellen. Und um dem entgegenzuwirken, streicht man einfach die gesamte Fahrbahn mit Tiefengrund ein. Der hier verbaute Radius ist der R2 von Street System. Die Nomenklatur geht bei Street System von R0 bis R6. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich individuelle Elemente von Street System anfertigen zu lassen. Dazu muss man eben die entsprechenden Maße liefern und das Ganze persönlich dann ausmachen. Wenn der Tiefengrund getrocknet ist, kann die Weiterverarbeitung erfolgen. Als nächstes wird das Magnetband in die Fahrbahn gelegt. Dazu gilt es natürlich ganz wichtig, erstmal festzustellen, wie rum das Magnetband überhaupt in die Fahrbahn kommt, damit das Fahrzeug auch wirklich nachher auf der Straße fährt. Dazu testet man es am besten mit einem Fahrzeug, bei dem man ganz sicher ist, dass der Magnet auch richtig rum auf der Lenkstange klebt. Und dann legt man das Magnetband in die Fahrbahn hinein. Ich nehme dort als Hilfe einen Holzklotz, mit dem ich dann beim Drüberfahren das Magnetband bündig in der Fahrbahn versenke. Wenn zwei Magnetbandenden aufeinandertreffen, bohre ich ein Loch und versenke die beiden Enden darin. Denn so entsteht kein Stoß zwischen zwei Magnetbandenden, denn an diesen Stößen kehrt sich das Magnetfeld immer um, denn die Magnetbänder haben die Pole jeweils auf der Ober- und der Unterseite. Das heißt, wenn ein Magnetband endet, ist in dem Raum danach die Magnetfeldlinienrichtung genau umgekehrt, was dazu führen würde, dass sich der Schleifer an seiner Stelle abhebt. Wenn ich jetzt die beiden Bänder in der Bohrung versenke, bleibt jedoch immer der gleiche Pol oben und es kommt nicht zu so einer Lücke, die dann eventuell das Risiko bietet und sich der Schleifer abhebt. Weiter geht's mit dem Gipsen. Ich verwende dazu feine Spachtelmasse, die ich dann mit Wasser anrühre und auf der Fahrbahn entsprechend verteile. Die nicht benutzten Rillen für Magnetband und auch auf den Übergängen oder eventuell anschließende Lücken im Gelände werden dann sauber zugespachtelt und wenn das alles soweit fertig ist, lässt man das Ganze trocknen. Nach dem Trocknen wird alles wieder glatt geschliffen. Die überflüssige Spachtelmasse wird entfernt. Ich steigere mich dazu
indem ich erst sehr grobes Schleifpapier nehme und dazu immer feinerem hingehe, bis die Fahrbahn am Ende wunderschön glatt ist und dann gestrichen werden kann. Dazu verwende ich Abtintfarbe, die ich in einem passenden Ton gemischt habe, und die verteile ich mit einer Rolle auf der Fahrbahn. Und dann, wenn auch die Farbe trocken ist, kommt zum Schluss die Testfahrt. Ja, und wie man sieht, das funktioniert alles soweit. Das war es soweit mit meinem Video über das Breeze-System. Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg bei eigenen Projekten.